Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play FIFA 15. Ja, in der letzten Folge haben wir 1-0 gegen Manchester United gewonnen und sind somit ins Finale des Capital One Cups eingezogen. Heute geht's dann wieder in der Liga. Gegen wen eigentlich? Das sieht mir sehr nach Aston Villa aus. Aber springen wir die Zeit erstmal ein bisschen vor. Im Büro ist auch eine Nachricht, sehe ich gerade noch. Die gucken wir uns dann auch sofort an. Okay, Transferangebote. Mario Balotelli und Raheem Sterling. Ja, wie ihr wisst, er ist unglücklich. Okay, komm. Bayern kann ruhig ein bisschen bezahlen. Für 34 Millionen Pfund kriegen sie den. Okay. Und Raheem Sterling, nee, tut mir leid, der bleibt. Sperre abgelaufen. Von Lovren, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal hier in die Aufstellung. Und fügen den Lovren dann wieder hinzu. Wo ist der? Hier. Ansonsten haben wir noch einen. Hendersoner, lassen wir mal den Leon Goretzka verspielen. Dem haben wir ja versprochen, dass er ein wichtiger Stammspieler wird. Und deswegen darf der heute auch mal von Beginn an ran. Mit der Rücknummer 7. In der vorletzten Folge geholt. Vom FC Schalke. Ansonsten würde ich sagen, können wir dann so langsam anfangen zu spielen. Wie gesagt, gegen Aston Villa, heute am Samstag, den 17. Januar 2015, beziehungsweise heute ist ja schon Sonntag, denn gestern, ja, da hatte ich eben dann doch nicht so viel Zeit mit The Crew und so, da kam ja heute, oder diese Woche 3 Folgen die Woche und deswegen kam FIFA so ein bisschen zu kurz, deswegen heute einen Tag später erst FIFA, aber komm, Hauptsache wir machen's, wir spielen jetzt und was habe ich denn da gerade gesagt? Wir spielen jetzt und dann nichts weiter. Egal, komm, vergessen wir das. Wir sind heute mal wieder Gast. Spielen von mir aus im Auswärtstrikot. Habe ich nichts gegen. Und ansonsten, los geht's. Bei 6 Minuten im Villa Park. Bewölktes Wetter und wir spielen auf Profi, wie immer. Wo ich wirklich überlege, bei FIFA 16 vielleicht mal eine Stufe. Ich weiß gar nicht, was dann kommt. Ich glaube. Kommt dann schon Weltklasse? Ich glaube noch nicht. Jedenfalls, dass wir dann ab FIFA 16 vielleicht mal. Ja, was soll ich sagen? Es ein bisschen. Uns ein bisschen schwerer machen, das Ganze. Und dann. Ach, vergesst es. Los geht's! Und dann eben auf Weltklasse, sage ich jetzt einfach mal, zu spielen. Aston Villa gegen Liverpool im Villa Park. PremierLeague.com ist die offizielle Website der Barclays Premier League. Ja, weil, überleg mal, wir haben bis jetzt noch kein Mal verloren. Ist natürlich gut so, aber irgendwie wird das dann noch ein bisschen langweilig. Und deswegen überlege ich wirklich, ab FIFA 16 dann auf Weltklasse zu spielen. Gucken wir mal. So, jetzt habe ich es aber. Spieler laufen hier alle schön ein. Coutinho, Steven Gerrard sieht man hier. Daneben Leon Goretzka. Wie gesagt, Neuzugang vom FC Schalke. Und die Aufstellung brauchen wir nicht sehen. Hier haben wir Henderson nur auf der Bank. In letzter Zeit nicht gut gespielt, von daher gönnen wir dem mal ein bisschen Pause. Na, fängt ja schon toll an. Liegt schon der erste am Boden. Und hinterher. Und Given ist da im Tor. Schneller. Ah, schade, dass er nicht ankam.
Aber ist klar, wenn man dann einen Pass über 50 Meter spielt, ist klar, dass der dann nicht ankommt. Oder sehr ungenau, wie jetzt zum Schluss. War kein Abseits, soweit ich weiß. Und da steht es 1-0. War zwar so ein bisschen komisch, aber wir führen. Ich dachte schon, der geht wieder nicht rein, aber dann doch, ich glaube, ein Tunneltor war es. Oder Beini, wie man immer so schön sagt. Nee, doch nicht. Giffen geht einfach ins falsche Eck. Na doch, war ein Beini-Tor. Okay, und dadurch führen wir eben 1-0. Mario Balotelli war es. Er will mehr Gehalt haben. Da überlege ich, glaube ich, wirklich mal, ob wir ihm den Wunsch nicht erfüllen sollen. Denn er macht jetzt in letzter Zeit vor allem, nachdem er sich gemeldet hat, einen richtig guten Eindruck. Und da würde ich sagen, komm, mit dem verhandeln wir nochmal. So, Burini ist das. Aber keiner in der Mitte. Und das war total doof. Da hätte ich nur was anderes einfallen lassen sollen. Komm, Balotelli. Mist. Wartet, ich mach mal eben die Tür mal jetzt zu. Denn das ist da unten doch lauter, als es sein sollte. Sagen wir mal so. Okay, Johnson. Continue. Leon Goretzka, Moreno, wir kriegen den Freistoß und er kriegt eine Ermahnung, oder wie sieht das aus? Genau, so sieht's aus, Ermahnung. Na, da sollte der doch nicht hin, der sollte rüber zu... Wer ist der? Johnson. Ach, was war das denn? Total schwach. So, wer? Ersten Wille fast frei vorm Tor gewesen. Aber auch nur fast. Burini ist das. Kommt da schön durch. Raheem Sterling kommt noch vor Giffen an den Ball, aber Giffen auch zu nah am Ball und deswegen ja, Pressball. So, dann mal hier hin zu Sterling, zu Balotelli. Und ein Wurf. Komm. Dann muss er jetzt rangehen, Freunde. Und nochmal vor dem ausgeretteten Ball. Und jetzt können wir kontern. Mehr oder weniger. Denn mit einem Stürmer zu kontern ist auch nicht so toll, wenn da nur einer vorne ist und dann dementsprechend keine anderen Anspielmöglichkeiten sind.
Pass sollte eigentlich zu Johnson kommen. Aber egal, und Johnson kriegt ihn mal eh nicht. Mann. Was soll das? Jetzt wieder Johnson, der ist auch schon ziemlich K.O. Hier jetzt nochmal mit der Flanke. Es war aber eher so, naja. Viel geht heute über Johnson. Jetzt mit einer schönen Flanke und einem schönen Lattentor. Oder Kopfballtor von Mario Balotelli wieder. Also der will wirklich mehr Geld haben und ich glaube, der ist uns auch ein bisschen mehr Gehalt pro Monat wert. Guck mal da, schönes Tor. Erst gegen die Latte und dann ins Tor. Da braucht man keine Torkamera für. Das sieht man. Sein 8. Tor in der laufenden Premier League-Saison. In der 41. Minute. Führen wir nun 2:0 gegen Aston Villa, die noch keinen Schuss aufs Tor abgegeben haben, so wirklich. Na gut, einen hatten sie, glaube ich. War mehr dann auch nicht. So, und komm. Mist. Jetzt hinterher, schnell. Mist. Aber jetzt stehen genug von uns um ihn rum. Wir haben ihn umzingelt. Wobei, jetzt doch nicht mehr so. Und jetzt sind sie frei vom Tor. Die Spieler von Aston Villa, aber machen nichts raus. 10 Minuten gibt es Nachspielzeit. Ach, was macht ihr denn da, Jungs? Sprecht euch doch mal ab. Okay, das war aber der Halbzeithüpf. Zur Halbzeit führen wir 2:0. Und eigentlich dürfte uns dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel passieren. Also ich plane hier festen Sieg ein. Gegen die Jungs von Aston Villa. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, spielen wir genauso weiter, oder? Von Goretzka haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Wir haben auch weniger Ballbesitz. Aber das soll sich dann jetzt auch in der zweiten Halbzeit ändern. Komm, weiter geht's. Raheem Sterling. Na, wurde umgerätscht, sagen wir mal so. Und was war das? Das war kein Tor, wie es aussieht. Das, ja, abseits. Das ist ein bisschen komisch. Hier einmal das Foul an Raheem Sterling. Ging dann aber sofort weiter und das war ein Fuß im Abseits. Schade. Goretzka kommt nicht an den Ball. Jetzt hat er ihn aber und jetzt kann er mal gehen. Raheem Sterling. Und was macht ihr da? Ihr müsst euch mal absprechen, Jungs. Ihr zählt nicht. Ich mache so und so viele Tore. Und dann gewinne ich am Ende dein Monatsgehalt oder so.
Hier zählt Hauptsache Tore. Egal wer. Na, und da wurde Balotelli an der Flanke gehindert. 60 Minuten so ungefähr rum. Wir wechseln mal. Steven Gerrard sieht müde aus. Dafür kommt Herr Nassen. Und ansonsten Coutinho, der sieht auch wieder schlapp aus. Aber da gucken wir dann gleich nochmal. Aston Villa wechselte auch. Oder wechselt auch. Und da das Foul an Henderson war das, glaube ich. Und da gibt es dann auch die erste gelbe Karte in diesem Spiel für Andreas Weimann. Ist, glaube ich, auch ein Deutscher. Hört sich zumindest sehr deutsch an, dieser Name. Goretzka kommt nicht an den Ball. Ist auch so noch, würde ich sagen, in der Findungsphase. Kommt noch nicht so gut zurecht hier mit dem Spiel von Liverpool. Und generell von der Premier League, was sich ja doch gegenüber der Bundesligaspiele unterscheidet. Ja, haben wir nochmal Leon Goretzka. Legt sich den Ball auch immer ziemlich weit vor, ist dafür aber auch ziemlich schnell. Vielleicht gleich mit dem ersten Tor für ihn. Nein, noch nicht. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Jetzt vielleicht. Nein. Schuss wurde abgeblockt. Gibt aber Ecke. Was war das denn? Oh mein Gott. Und jetzt Aston Villa frei vor dem Tor und hart. Sieht ja nicht gut aus. Und jetzt steht es auch nur noch 1:2. Das Gegentor ist ärgerlich. Wie kann er denn so frei vor unserem Tor sein? Und dann hart. Na gut, er ist rausgekommen. Hätte haben müssen. Sieht dann aber nochmal total alt aus hier. Will den Ball aufnehmen, klappt nicht ganz. Und dann war der Stürmer dran vorbei. Hast du da einen Gang zulegen? Komm, Balotelli. Und wo sind die anderen Stürmer? So, jetzt hätte ich gerne geflankt. Aber geht ja nicht. Weil da keiner nachrückt. Jetzt ist klar. Aston Villa wittert jetzt natürlich die Chance hier, vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen. Wie wir gegen Crystal Palace vor ein paar Folgen. Und Hart hat ihn aber. Sterling. Noch alleine kommen. Ist am besten. Wobei Sterling jetzt auch nicht durchgekommen ist. Da waren wirklich zu viele. Wären es jetzt zwei gegen Sterling gewesen, dann wäre es besser gewesen. Dann. Aber so haben die ihn ja komplett zugestellt. Mann, was laber ich denn heute so undeutlich? Schön Goretzka. Boah, das war aber nicht schön. Henderson. Und da steht es 3:1, meine ich. Burini war es, der Torwart. Kam da wirklich zu spät raus, war einen Schritt zu spät. Hier nochmal die Wiederholung. Ja, da sah der Torwart auch nicht gut aus, wie Joe Hart vorhin. Da hat er gezögert und er hätte nicht zögern sollen. Egal, ist ja nur gut. Somit führen wir nämlich mit 3:1 und ich ja noch zweimal wechseln. Einmal hier Coutinho, komm mal raus. Und Sterling, komm mal raus. Dafür kommen dann Sturridge.
Okay, und somit hätten wir unsere drei Wechsel dann vollzogen. Komm, Balotelli, den kriegst du noch. Schade. Goretzka. Nee, Henderson. Der sieht so ähnlich aus wie der Goretzka. Deswegen dachte ich gerade schon, als wäre Goretzka gewesen. Ist aber nicht. Hier ist Leon Goretzka. Schöne Flanke, die aber nicht verwertet werden konnte. Dann Kopf von Aston Villa noch dazwischen war. Goretzka wieder. Ball bleibt im Spiel. Vier Minuten gibt es Nachspielzeit und dann wäre dieses Spiel auch vorbei. Und das ist jetzt der Fall. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 3:1 gegen Aston Villa. War, ja, das Spiel war in Ordnung, sagen wir mal so. Wir haben gewonnen. Und wenn wir so weitermachen, sind wir, glaube ich, bald schon Meister. Wir sind ja wie die Bayern, nur in England. Hier mit Liverpool. Zwei Nachrichten im Büro. Transferangebot. Oh, Bayern nimmt das an. Hätte ich nicht mitgedacht. Da müssen wir jetzt aber auch reagieren, würde ich sagen. Und das ist nicht gut. Hier einmal, nee, Borini, den müssen wir unbedingt halten, weil ich denke mal, Balotelli wird wechseln, wenn er hier so unglücklich ist. Dann wird er wohl wechseln zu den Bayern, wo er natürlich mehr Geld kriegt. Wen holen wir uns denn dann? Bin ja wirklich am Überlegen, Marco Reus zu verpflichten. Oder zumindest anzufragen. Aber das überlege ich mir nochmal, wenn, dann mache ich die Transferverhandlung wahrscheinlich offscreen, denn viel passiert ja eh nie. Und ihr seid dann bei der Entscheidung von Borussia Dortmund dabei, falls ich mich denn für Reus entscheide. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen hier bei dieser Folge und sag euch, wann geht's weiter? Ich glaube erst nächste Woche. Mein Plan, der ist ja auch nicht mehr so aktuell. Gucken wir mal. Saisonkalender. Es geht weiter. Oh, erst am 27. Okay, am 27. im Halbfinale des Capital One Cups gegen Manchester United. Ist wahrscheinlich das Rückspiel, denke ich mal. Und ja, wir sehen uns dann also erst wieder am 27. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum 27. dann. Tschüss.